Die erste Hälfte der Achtelfinalbegegnungen bei den Australian Open 2019 sind bereits absolviert und boten gleich mehrere große Überraschungen. Am heutigen Montag, den 21. Januar, werden die restlichen 8 Partien ausgespielt. Welche Tennisprofis im Einsatz sind und wo ihr die Australian Open verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei Spox. Nachdem Angelique Kerber völlig chancenlos im Achtelfinale der Australian Open gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins nach 2 Sätzen mit 0 zu 6 und 2 zu 6 ausschied, verabschiedete sich mit Roger Federer ein weiterer Titelfavorit aus dem Turnier. Der Schweizer musste sich nach einem langen Kampf gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas geschlagen geben. Tsitsipas setzte sich nach 4 Sätzen mit 6 zu 7, 7 zu 6, 7 zu 5, 7 zu 6 gegen den Favoriten und zweifachen Titelverteidiger durch. Spieler mit den meisten Turniersiegen auf der ATP-Tour Rafael Nadal hat in Toronto im Finale Stefanos Tsitsipas mit 6 zu 2, 7 zu 6 bezwungen und damit das 80. ATP-Turnier seiner Karriere gewonnen. Doch wer hat die meisten ATP-Titel geholt? Hier gibt es das Ranking. Platz 15, Thomas Muster, Österreich, 44 Turniersiege. Platz 14, Andy Murray, Großbritannien, 45 Turniersiege. Platz 13, Boris Becker, Deutschland, 49 Turniersiege. Platz 12, Ilie Năstase, Rumänien, 58 Turniersiege. Platz 11, Andre Agassi, USA, 60 Turniersiege. Platz 10, Guillermo Vilas, Argentinien, 62 Turniersiege. Platz 8, Björn Borg, Schweden, 64 Turniersiege. Platz 8, Pete Sampras, USA, 64 Turniersiege. Platz 7, Novak Djokovic, Serbien, 69 Turniersiege. Platz 6, Rod Laver, Australien, 74 Turniersiege. Platz 5, John McEnroe, USA, 77 Turniersiege. Platz 4, Rafael Nadal, Spanien, 80 Turniersiege. Platz 3, Ivan Lendl, Tschechoslowakei, USA, 94 Turniersiege. Platz 2, Roger Federer, Schweiz, 98 Turniersiege. Platz 1, Jimmy Connors, USA, 109 Turniersiege. Die Australian Open laufen bereits seit dem 14. Januar. Das erste Grand Slam-Turnier des Jahres befindet sich momentan in der Achtelfinalphase und läuft noch bis zum 27. Januar. Die Spieltage werden jeweils in einer Day-Session um 11 Uhr Ortszeit, 1 Uhr Metz, und in einer Night-Session um 19 Uhr Ortszeit, 9 Uhr Metz, ausgetragen. Angelique Kerber gewinnt Wimbledon, die besten Bilder ihrer Karriere, sie hat es geschafft. Am 14. Juli 2018 erfüllt sich Angelique Kerber ihren Kindheitstraum und gewinnt den Titel beim prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt. Grund genug, auf die Karriere der deutschen Tennisqueen zurückzublicken. Viele Jahre zuvor hat sie vermutlich noch nicht mal geträumt, Angie im nach ihr selbst benannten Tennis-Centre im polnischen Puszczykowo. Angies Mama ist Deutsche, der Vater stammt aus Polen. Doch für sie stand es nie ernsthaft zur Debatte, nicht für Deutschland Tennis zu spielen. Seit 2003 ist Angelique Profi. 2007 erreichte sie erstmals das Hauptfeld bei einem Grand Slam-Turnier, der erste Turniersieg folgte 2012. 2012 gewann sie in Paris gegen Lokalmatadorin Marion Bartoli ihr erstes WTA-Turnier. Die Trophäe wollen wir unkommentiert lassen. 2015 war ihr bis dahin bestes Jahr, sie gewann 4 Turniere auf 3 unterschiedlichen Belegen. Hier jubelt sie in Stuttgart. Und auch in Birmingham klappte es mit dem Turniersieg. Auch hier sagen wir nichts zur Trophäe. Was sollten wir auch? Doch den ganz großen Durchbruch feiert man bekanntlich bei Grand Slam-Turnieren. Fassungslos reagiert Angie nach ihrem Sieg im
Viertelfinale der US Open 2011 gegen die Italienerin Flavia Pennetta. Damals war Angie ungesetzt. Im Halbfinale war Sam Stoja einen Tick stärker. Im Viertelfinale von Wimbledon lieferte sie sich 2012 mit Sabine Lisicki einen unfassbaren Fight, 7:5 im 3-Satz. Im Halbfinale scheiterte sie aber an Agnieszka Radwanska. Hübsch machen für die WTA Finals in Istanbul 2012. 2012 gehörte sie erstmals zum erlauchten Kreis der 8 besten Tennisspielerinnen der Saison. Ja, richtig, hier fehlen zwei. Als Spielerin der absoluten Weltklasse sind natürlich permanent die Objektive der Kameras auf einen gerichtet. Immer hübsch lächeln. Fotos mit Tieren gehen immer. Erst der Delfin, jetzt die Kängurus. Die obligatorischen Koala-Bären lassen wir jetzt mal. Social-Media-mäßig ist bei Angie nicht unbedingt die Hölle los. Ein paar schöne Urlaubsschnappschüsse gibt's trotzdem. Es kann sein, dass den Herren der Tennisschöpfung solche Termine erspart bleiben. Zur Strafe sehen die dann aber auch nicht halb so gut aus. Wie bereits erwähnt, hat sich Angie ganz bewusst dafür entschieden, für Deutschland zu spielen. Im Fed Cup feierte sich bereits große Erfolge. Allerdings hat es noch nicht für den Titel gereicht. 2014 schaffte es das DHB-Team ins Finale, wo man aber an Tschechien scheiterte. Angie auf dem Weg zum großen Finale in Melbourne. Serena Williams, die haushohe Favoritin, ist ihr dicht auf den Fersen. Da geht sie noch an der Daphne Akhurs Trophy vorbei. Ein paar Stunden später ist sie am Ziel ihrer Träume angelangt, 6:4, 3:6, 6:4 gegen Serena Williams. Angie Kerber gewinnt ihr erstes Grand Slam-Turnier, Serena Williams verpasst ihren 22. Triumph. Angie hat mit 28 Jahren den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Netter Nebeneffekt, sie klettert auf Rang 2 der Weltrangliste. Am Tag danach posieren mit dem Silberpokal. Ob sie ihren Triumph überhaupt schon begriffen hat? Ein erfrischendes Bad im Yarra River in Melbourne. Geschlafen hatte sie zuvor nicht, das hat sich gelohnt, das war's wert. Melbourne als Stunde Null, danach ist alles anders. Die Grand Slam-Siegerin ist gefragt wie nie. Mal kurz die Aufnahmegeräte zählen. Für Angie eine neue Herausforderung. Auf dem Platz geht ihr die Luft aus. Es hagelt erst runde Niederlagen in Doha und Indian Wells. Termine über Termine. Eine Doppelgängerin wäre jetzt hilfreich. Erst beim Heimturnier in Stuttgart darf die Titelverteidigerin im April aufatmen. Ein Turnier erfolgt nach der Stunde Null in Melbourne. Check. Doch danach ist wieder der Wurm drin. Mit Erstrundenniederlagen in Madrid und Rom reist Angie nach Paris. Der Druck ist zu groß. Bei den French Open scheitert Kerber in der ersten Runde an Kiki Bertens. Doch schon in Wimbledon kehrt der Erfolg zurück. Bis ins Finale schafft es Kerber, dort trifft sie auf Serena Williams. Und verliert mit 5:7, 3:6. Zwar darf Angie das Silbertablett halten, doch die Enttäuschung über die Niederlage ist ihr deutlich anzusehen. Nein, Angie, verstecken musst du dich nicht. Schon in Cincinnati und später bei den Olympischen Spielen in Rio brilliert Kerber erneut und schafft es jeweils bis ins Finale. Die Rührung ist ja anzusehen. Im Finale von Rio muss sich Kerber dann überraschend Underdog Monika Puig geschlagen geben. Über olympisches Silber kann man sich natürlich trotzdem freuen. Wenige Wochen später fertigt Kerber bei den US Open jede Gegnerin ab. Besonders Robert Tavinci muss beim 7:5, 6:0 im Viertelfinale dran glauben. Im Halbfinale geht's dann gegen Angstgegnerin Caroline Wozniacki. Punkt und die fertigt Kerber fast schon mühelos glatt in zwei Sätzen ab.
Weil Williams zuvor ihr Halbfinale gegen Pliskova verloren hatte, steht fest, hier spielt die neue Nummer 1 der Welt. Und ihre neue Spitzenposition in der Welt bestätigt sie auch direkt. Im Finale der US Open schlägt sie Karolina Pliskova und darf sich zweifache Grand Slam-Siegerin nennen. Doch mit dem Druck der Nummer 1 kommt Angie nicht gut klar. 2017 wird ein Jahr der Krisen. Kerber rutscht von einer Niederlage in die nächste. Am Ende des Jahres rutscht Kerber aus den Top 20. Sie trennt sich von ihrem langjährigen Trainer Torben Belz. Frust statt Feierlaune ist angesagt, doch 2018 beginnt wieder erfolgreich. In Sydney gewinnt sie gleich ihr erstes Turnier. Gut gelaunt geht es zu den Australian Open. Ob da der nächste Titel winkt. Und dann kommt der 14. Juli 2018, der bisher größte Tag ihrer Tennis-Karriere. Mit 6:3 und 6:3 besiegt sie Serena Williams im Wimbledon-Finale und holt sich den Titel des prestigeträchtigsten Turniers der Welt. Australian Open Übertragung Live-Ticker. Eurosport anbietet euch die Möglichkeit, die Australian Open komplett kostenfrei und live im Free TV zu verfolgen. Zudem stellt euch Eurosport zusätzlich einen kostenpflichtigen Livestream mit dem Eurosport Player zur Verfügung. Dort könnt ihr jedes einzelne Match live am Bildschirm schauen. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, viele Begegnungen der Australian Open im ausführlichen Live-Ticker von Spox verfolgen. Australian Open, die ausstehenden Achtelfinals im Überblick. Datum, Uhrzeit, Spieler 1, Spieler 2, Live-Ticker 21. Januar 3.15 Uhr Alexander Zverev, Milos Raonic, Spox 21. Januar 7 Uhr Urbana Koric, Lukas Poirier 21. Januar 8 Uhr Pablo Carreño Busta, Akai Nishikori 21. Januar 10 Uhr 15 Uhr Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Box Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Live-Ticker 21. Januar 1 Uhr Uhr Madison Kieselina Svitolina 21. Januar 2 Uhr Uhr Naomi Osaka Anastasia Sevastova 21. Januar 6 Uhr Uhr Garbine Muguruza Carolina Pliskova 21. Januar 9 Uhr Uhr Simona Halep Serena Williams Box